Take 4 und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich nehme jetzt ungefähr seit 21 Minuten auf und das ist jetzt schon meine vierte Aufnahme. Top! Okay. Die Abstimmung ist unentschieden. 20 vor, also 50 Fortnite, 50 Roblox. Und dadurch muss ich jetzt an dem Rad drehen. Es gibt eine Webseite, die heißt Wheel of Names. Dort kann man eben Sachen eingeben und dann drehen und dann wird eben zufälligerweise was ausgewählt. Ich habe allerdings drei Sachen eingeblendet. Bin ich halt natürlich mal ganz ehrlich. Roblox, Fortnite und nichts. Warum? Das hat so seine bestimmten Gründe. Das ist, muss man aber wissen, das steht immer zur Debatte. Immer tatsächlich. Weil, vor allem dieses Mal. Es ist halt so, dass ich auch gesehen habe, der Stream hat eigentlich nur, also, es ist 50% Fortnite, 50% Roblox. Wobei man eigentlich sagen muss, die Abstimmung, haben nur zwei Leute abgestimmt. Das zeigt halt für mich eventuell ein mangelndes Interesse. Weshalb ich mir dann noch, halt nichts, das ist halt, ja. Aber nochmal so, ja klar, jetzt ist mal GTA 5 nicht auf der Liste. Stimmt halt kaum einer ab. Das Ding ist halt, ich kann halt nicht immer GTA 5 streamen, weil es ist halt eigentlich der Gaming Friday. Das sollen alles möglichen von Spielen sein, die ich halt so an sich habe. Ja. Und zum Beispiel das Spiel, was halt dann das halt diese Woche drankommt, wird dann halt nächste Woche nicht gemacht. Nur so nebenbei. So. Aber das Ding ist halt, es ist, ja, ich werde die Abstimmung allerdings so machen, ich werde nicht ein einziges Mal drehen, um dann ein Ergebnis zu haben. Ich werde so lange drehen, bis nur noch eine einzige Sache dasteht und die Sache, die dasteht, das ist dann das offizielle Endergebnis. Und sorry, ich meine, es tut mir halt wirklich leid, aber ich werde es halt dieses Mal nicht anders machen. Weil, nee, das möchte ich vor allem auch in Zukunft nicht mehr machen, weil es gibt halt ab einem bestimmten Zeitpunkt endet die Abstimmung. Und das ist halt auch vom besten Fall, wirklich halt immer eine Stunde vor dem Stream. Allein wegen so einem Fall wie heute. Weil hätte ich jetzt solche gesagt, ja, ich mache das Stream bis 19.30 Uhr, dann hätte ich jetzt ein Problem. Erstmal die Abstimmung zu machen, das ist nicht die Abstimmung, sondern jetzt hier zu drehen und dann noch auf Social Media alles ankündigen, was ich dann streame und so. Das ist halt auch relativ wichtig. Ja, weil dass dann solche Leute kommen und sagen so, egal, Dan streamt. Ach, das interessiert mich nicht, tschüss. Und deshalb lade ich es auf, dann sage ich dann auf Social Media, was ich streame. Ne? Und generell, dass man auch weiß, dass ich überhaupt gerade dann live bin. Vor allem dann. Und vor allem auch in bestimmten Zeitpunkt und so weiter. Okay. Also, wie gesagt, ich werde eben hier drehen, bis nur noch eins da ist. Und das, was halt dran steht, das ist jetzt aber auch das Ergebnis. Nur mal so. Weil, ja, ich möchte noch kurz etwas sagen. Weil, ja, es gibt natürlich auch Leute, die vielleicht sagen, ja, das ist vielleicht nicht so gut. Aber müsst ihr davon bedenken, klar, letzte Woche war es ja sehr interessant. Da war ja auch die Abstimmung zuerst mal auf gar nichts, ne? Und dann habe ich ja das eben auch überall dann Screenshot hochgeladen und so, und dann kam plötzlich alle und gesagt, nein, die Mehrheit sagt, geht ja 5. Und das geht halt aber vor allem nicht immer, weil, klar, wenn es jetzt, ja, weil das Ding ist, nicht, dass mal irgendwann kommt und sagt, ja, die Mehrheit ist für GTA 5. Und ich sage, ja, es wird ein GTA 5 Stream. Danach kommt die Mehrheit vielleicht mal und sagt dann, ja, aber die Mehrheit möchte doch, dass da Roblox ist. Weil, guck mal, da steht auch jetzt mehr dran, Roblox. Dann sage ich, okay, es ist, okay, Leute, es wird kein GTA 5 Stream, es wird ein Roblox-Stream. Dann kommen auch vielleicht Leute und sagen, nein, da steht dran, dass es Fortnite sein soll. Und, deshalb mache ich es in Zukunft erstmal so. Wie jetzt zum Beispiel. Okay, vielleicht nicht ohne Video, nur wenn es halt, unentschieden ist. Genau, das Wort hat mir gerade nicht eingefallen. Also ich werde es so gut so machen, eine Stunde vor dem Stream, geht die Abstimmung. Danach screenshot ich die Abstimmung, lade sie auf Instagram hoch. Das ist nämlich so dann sozusagen der Beweis, dass es genau diese Uhrzeit, wie ich gesagt habe, halt dann, ne, weil ich
weil ich halt eine Woche gesagt habe, der Stream geht dann bis 19 Uhr. Wäre natürlich blöd, wenn zum Beispiel jemand um 20 Uhr zum Beispiel kommen würde und sagen, ja, aber die Mehrheit ist was anderes. Ich meine, man muss es so bedenken, theoretisch, man kann auch jetzt immer noch für den letzten Stream abstimmen. Aber, naja, der ist ja schon vergangen. Aber trotzdem, theoretisch können wir dafür abstimmen. Man könnte auch demnach rein theoretisch auch während eines Streams abstimmen. Das wäre dann halt blöd, weil ich dann den Stream dann beenden müsste. Also, ich bin halt auch ganz ehrlich, wenn sich das wieder irgendwann halt, so, sagen wir, eskaliert, kann es halt passieren, dass, ja. Aber jetzt Themawechsel. Ich möchte nicht, dass das Video hier zu lang geht. Ich möchte nicht irgendwie noch am Ende irgendwie einen Take 5, 6, 7, 8 und dann sagst du, geht los. Oder auch nicht, was auch immer. Deshalb ran an die Abstimmung. Ran an das Drehen. Ich bin gerade so durcheinander. Roblox, Fortnite oder nichts. Das Letzte, das bleibt, das wird gestreamt. Okay. Fortnite ist schon mal raus. Entfernen. Okay. Sehr spannend, Leute. Sehr spannend. Ja, entweder Roblox oder gar nichts. So, was wird's? Leute. Ich Idiot. Ja, ich wollte gerade sagen, Leute, stellt euch auf den Roblox-Stream ein, wir spielen Roblox. Dann habe ich vergessen, das Letzte, was bleibt, gewinnt. Ja. Ne, wirklich für eine Sekunde, ich weiß nicht, ob man mir gesehen hat, ich wollte wirklich raushauen, wir streamen Roblox. Aber das Ergebnis sagt nichts. Ja. Das ist jetzt das offizielle Ergebnis. Und das ist das offizielle Ergebnis, Leute. Es ist jetzt halb. Eine halbe Stunde vor dem Stream. Und. Ja. So sag ich. Ja. Sorry, Leute. Nächsten Freitag gibt es einen Stream. Ich werde mir vielleicht auch andere Sachen reinschreiben, weil ich, wie gesagt, ich hatte eh das Gefühl, dass es vielleicht gar nicht so viel Interesse gab auf die Auswahl. Ja, es war nicht die beste Auswahl. Also. Ciao.